Aber ansonsten kenne ich so jetzt im Sortiment keine Bananenschokolade. Meine Bananenfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo mit einer neuen Rittersportschokolade, die ich schon ganz lange suche und durch Zufall tatsächlich bei meinem Penny-Einkauf entdeckt habe. Und zwar die neue Rittersport, ich weiß nicht, wie sie heißt, Hola Amigos Crispy Banana. Also das ist eine Vollmilchschokolade mit Reiscrisp und mit so getrockneten Bananenstückchen. Und ich bin gespannt, wie sie schmeckt. Also ich habe mir jetzt mal so ein Stück rausgebrochen. Ihr seht hier auf der Rückseite diese Reiscrisp. Was die Bananencrisp oder die Bananenstückchen jetzt sein soll, kann ich nicht sagen, weil es sieht irgendwie beides total gleich aus. Und ich beiß mal rein. Na, auf jeden Fall sehr, sehr crunchig. Ja. Die Vollmilchschokolade auch sehr dick und intensiv. Wie gesagt, sehr crispig, aber Banane. Diese Schokolade ist durchzogen mit Bananenstückchen. Und wenn du Glück hast und du kriegst mal so ein kleines Stück zu fassen, wo ein Stück Banane drin ist, schmeckt es vielleicht ein bisschen nach Banane, ein bisschen. Aber du schmeckst es nicht. Man schmeckt es überhaupt nicht. Es ist eine normale Vollmilchschokolade mit Reiscrisp und du hast vielleicht 15% Bananengeschmack. Ist doch Quatsch, oder? Und das auch noch nicht mal durchgehend, sondern immer nur mal ansatzweise ein bisschen. Schade. Richtig schade. Natürlich eben voll in die Scheiße gegriffen. Schokoladen so mit Bananengeschmack, das gibt es ja auch selten. Ne? Ich meine, es gibt keine Milka-Schokolade mit Banane. Es gibt keine... Doch, es gibt eine Lindt-Schokolade mit Banane. Das ist diese Sommersorte Bananasplit. Doch, von Lindt ja. Aber ansonsten kenne ich so jetzt im Sortiment keine Bananenschokolade. Und ich war richtig gespannt drauf, wie das mal schmeckt. Und Rittersport hat es auch mal wieder richtig geschafft, das Ding hier in Sand zu setzen. Lea, Lea, die Punkte. Was? Die Punkte vergeben. Ach so, ja, weiß nicht, das war ja nicht so gut. Das war eine Katastrophe, war das. Ja, das würdest du geben. Ja, ich habe sie nicht gegessen. Ja, du kannst ja selber mal probieren. Ja, jetzt. Also, was sagst du? Ja, drei Punkte, drei oder ja, was? Wollen wir, ja, wir geben dir drei Punkte. Ich gebe dir drei Punkte. Ja, wir, ne? Ist ja nicht so, ja, ich mache das hier alleine, ja. Ich gebe dir drei Punkte.